Einen schönen guten Tag im Konrad-Adenauer-Haus. Wir haben heute in den Gremien über den aktuellen Stand unserer Wahlkampfplanungen gesprochen. Wir sind dabei auf einem sehr guten Weg. In den nächsten Wochen liegt der Schwerpunkt auf der Erarbeitung und Fertigstellung unseres gemeinsamen Regierungsprogramms. Auf einer Sitzung der Parteivorstände von CDU und CSU am 3. Juli hier in Berlin wollen wir dieses Programm beschließen. Und danach wird es von den beiden Parteivorsitzenden vorgestellt werden. Wir werden zur Vorbereitung dieses Treffens eine Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands am 25. Juni haben. Und am 26. Juni wird noch einmal der Bundesvorstand zusammenkommen. Ein großer Erfolg auf dem Weg zum Regierungsprogramm ist die Beteiligung unserer Mitglieder und interessierter Bürgerinnen und Bürger. In einer ersten Phase haben wir über 10.000 Vorschläge bekommen, die wir nun auswerten und strukturieren und in einer zweiten Phase mit unseren Mitgliedern diskutieren. Und dabei ist schon deutlich geworden, dass die Schwerpunkte, auf die wir setzen wollen im Regierungsprogramm, Wirtschaft und Arbeit, die Stärkung der Familie und natürlich das Thema Sicherheit, auch die drei Schwerpunkte sind, die die Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben, besonders umtreiben. Das bestätigt uns, auf diesem Weg weiter zu denken. Und es fließt natürlich in die Arbeit am Regierungsprogramm ein. Wir freuen uns also auf die Vorstellung des Programms Anfang Juli und sind zuversichtlich, dass wir damit die Themen aufgreifen, die die Menschen in unserem Land wirklich umtreiben. Und dann wird die Union gemeinsam mit Angela Merkel mit einer guten Bilanz, mit einem guten Programm, mit einer starken Kanzlerin und einer motivierten Partei in den Wahlkampf gehen. Natürlich haben wir uns am Wochenende auch den politischen Mitbewerber genau angeschaut, den Parteitag der Linkspartei vor allem, denn schließlich ist das ja die Partei, die die SPD braucht, um Martin Schulz zum Kanzler zu wählen. Und angesichts des beschlossenen Wahlprogramms weiß man jetzt auch, wo da mit der SPD und der Linkspartei die Reise hingeht. Die Steuern sollen deutlich erhöht werden. Damit werden die Leistungsträger in unserer Gesellschaft bestraft. Einkommenssteuersatz von 75%, was das mit Gerechtigkeit zu tun hat, das muss man noch mal gesondert erklären. Die Einführung einer Vermögenssteuer, die wir ablehnen, die Abschaffung von Hartz IV, die Auflösung der NATO, das Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Abschaffung von Verfassungsschutz und Geheimdiensten und auch die Tatsache, dass die Linkspartei es nicht schafft, Menschenrechtsverletzungen in Russland und China klar zu benennen und auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die russischen Aggressionen in der Ostukraine als solche zu bezeichnen, zeigt, auf welchen Partner die SPD auf dem Weg an die Macht angewiesen ist. Und dass die Linkspartei gerade noch die Kurve bekommen hat, bei der Abschaffung der Staatskirchenverträge, in dem sie zweimal abgestimmt hat, zeigt, welch eine politische Kraft die Linkspartei ist. Da ist eben immer noch viel von der alten SED übrig. Die SPD muss also dringend klarstellen, ob das ernsthaft ein Partner ist für die Zeit nach September. Und für uns ist klar, die Pläne der Linkspartei würden Deutschland massiv schaden. Und es wäre gut, wenn der Kanzlerkandidat der SPD einmal Farbe bekennt, ob das mit ihm möglich ist.